Genau, die Frage, die wir heute klären möchten, ist, wem steht ein in einem Auftrags-, Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffenes Immaterialgut eigentlich zu? Das ist also heute das heutige Thema. Das heißt, wenn Sie also zu mehreren was erarbeiten, im Hintergrund habe ich Ihnen so ein Bild gezeigt, also mehrere Ma machen an einer Erfindung, sind dort mit dran dabei und denken sich hinterher, so, jetzt haben wir aber alle dort ein tolles Recht dran. Und die Frage ist, stimmt das oder wie sieht das Ganze aus? Und das gucken wir uns jetzt an. Und es geht also darum, dass also diese Immaterialgüterrechte, also diese schutzfähigen Leistungen, die entstehen also in einem nicht rechtsfreien Raum, das haben wir schon in den letzten Videos ja gesehen, sondern sie sind manchmal auch innerhalb von solchen Arbeits-, Dienst- oder Auftragsverhältnissen. Das sind dann so betriebliche Kooperationen, zum Beispiel auch im Forschungs- und Entwicklungssektor. Und dort gibt es nicht immer ganz unkomplizierte gesetzliche Vorgaben und die müssen wir anschauen. Das Wichtigste gleich vorweg und das Wichtigste heißt hier, Sie müssen die einzelnen Schutzrechte unterscheiden. Das heißt, wir haben eine Differenzierung nach den unterschiedlichen Immaterialgütern. Das heißt, eine Marke wird anders behandelt als zum Beispiel ein Urheberrecht und zum Beispiel auch anders als ein entsprechendes Patent oder ein Gebrauchsmuster. Also das müssen wir machen. Zweitens haben wir in den Gesetzen zu diesen einzelnen Schutzrechten haben wir sogenannte Grundsatzregelungen oder Auslegungsvorschriften. Und als besonderes Gesetz, was sehr bekannt auch ist, ist das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Deswegen habe ich auch dieses Kapitel Diensterfindung genannt. Das ist also ein eigenes Gesetz. Und da gibt es Schutzvorschriften, deswegen sind die nicht abänderbare Vorschriften für sogenannte Diensterfindung wichtig. Das betrifft aber nur technische Schutzrechte und das war bei uns Patent und Gebrauchsmuster. Wir haben darüber hinaus noch andere Schutzrechte natürlich gehabt, wie zum Beispiel eine Marke. Und das müssen wir uns dann auch gleich nochmal anschauen, wie das dort funktioniert, wobei es dort nicht so ein großes Thema ist. Wir haben noch das Designrecht. Wie sieht das aus, wenn Sie ein Designrecht sozusagen teilen wollen? Und dann haben wir noch das Thema Joint Venture Projekte. Also das heißt, wenn es hier nicht nur um eine Aufteilung von irgendwelchen Rechten geht, also irgendwelchen Patenten und so, wenn Sie das in einer Firma bearbeitet haben, sondern bei einem Joint Venture haben wir selbstständige Firmen, die sich zusammentun und dort auch ihr Wissen zusammentun. Und dann entsteht vielleicht eine Erfindung. Ja, wie sieht das aus, dass man dort also das geistige Eigentum ordnungsgemäß regelt? Heute nur ein Video zum gesamten Themenbereich, weil es auch sehr eng zusammenhängt und weil wir, wie gesagt, heute ein bisschen ich hatte ein paar technische Issues hier. Genau, fangen wir an. In welchen mehrseitigen Rechtsverhältnissen können überhaupt solche Immaterialgüter entstehen? Ich hatte es gerade schon gesagt. Also es gibt welche, wenn Sie einen Auftrag machen mit mehreren Leuten zusammen oder wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten oder zum Beispiel Geschäftsführer sind einer GmbH oder so. Oder auch wenn Sie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben machen, wenn mehrere Forschungen in einem Betrieb zusammenarbeiten, dann existieren hier manchmal Ideen, die zu einem neuen Recht führen, sozusagen zu neuen Erfindungen führen. Und dann haben also mehrere Personen sozusagen gemeinschaftlich was geschaffen. Wir unterscheiden hier beim Schicksal und bei der Inhaberschaft von solchen Rechten, von Immaterialgüterrechten, wie ich gerade schon gesagt habe, die unterschiedlichsten Schutzrechte. Wir fangen jetzt mal an mit dem Urheberrecht. Und zwar mit der Frage, wem steht das Nutzungsrecht an einem schöpferischen, urheberischen Leistung zu, wenn dieses in einem mehrseitigen Verhältnis geschaffen worden ist? Also grundsätzlich ist es so, wenn mehrere Personen ein Werk geschaffen haben, das heißt, dann sind sie alle gemeinschaftliche Miturheber. Nun, kann es allerdings sein, also Sie sind einfach Miturheber, wenn Sie da, was weiß ich, ein Buch geschrieben haben und haben die Texte alle verfasst. Aber was ist jetzt, wenn Sie das zum Beispiel, wenn Sie das beauftragt haben? Also bei einer individuellen Beauftragung eines Urhebers zur Erstellung eines bestimmten Werkes bestimmt sich der Umfang der dem Auftraggeber zustehenden Rechte. Also derjenige, der sagt, jetzt schreibst du bitte ein Buch, jetzt machst du bitte einen Film, jetzt entwerfe das bitte. Das bestimmt sich nach dem Auftragsvertrag. Ja, das heißt, der Auftragsvertrag sagt, du hast die und die Rechte. Und das heißt, wenn ich dir diesen Auftrag gebe, dann kriege ich alle Rechte und du nicht. Das kann man also sozusagen in den Vertrag reinschreiben. Aber was ist, wenn das nicht im Vertrag geklärt wurde, sondern wir haben einfach angefangen, haben einfach gemacht, gesagt, hier ist das und hinterher fragt man sich, okay, wem gehört das Ganze? Dann haben wir eine sozusagen
nach dem Vertragszweck. Man guckt also, was war der Zweck des Vertrags, die sogenannte Zweckübertragungslehre. Das ist eine Auslegungsregel. Und das heißt, der Vertrag ist sozusagen auszulegen, wenn überhaupt einer da ist, also ein mündlicher Vertrag auf alle Fälle. Und diese Auslegungsregel sagt, ein Urheber wird nicht bereit sein, mehr an Nutzungsrechten an seinen Auftraggeber zu übertragen, als unbedingt für die zweckgerichtete Vertragserfüllung notwendig ist. Also das ist diese wichtige Vorschrift. Und zwar ist es der Paragraph 31. Das heißt, es bleibt ganz, 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 ganz viel bei dem Urheber. 31 Urhebergesetz. Ja, die Tastatur kann ich leider nicht hier anschließen. Ich muss ein bisschen vorgreifen. Also, Paragraph 31. Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen. Nutzungsrecht. Also, sie bleiben immer der Urheber und die anderen kriegen nur Nutzungsrechte. Das kann ein einfaches oder ein ausschließliches sein. Dieser Satz geht aber davon aus, der Urheber behält immer irgendwo alles andere. Der behält erstmal alles und einräumen tut man das dann in einem Vertrag. Also, das ist die wichtigste. Das ist die sozusagen die Grundregel. Und wenn aber nichts im Vertrag drinsteht, dann guckt man immer, also für, damit zum Beispiel ein Verlag, ich mache Ihnen ein Beispiel, wenn ein Verlag sagt, okay, ich verlege Ihr Buch jetzt oder ich verlege Ihren Film, dann da steht natürlich drin, der Verlag darf sozusagen alles drucken und in einem Film steht, er darf es filmen, er darf es also auch irgendwo in einen Laden sozusagen ausstellen, ein Film darf also auch gezeigt werden. Diese ganzen Rechte haben sie alle genommen, aber Urheber bleiben sie immer noch. Und das sehen sie zum Beispiel jedes Mal, wenn sie Fernsehen gucken und hinter den langen Abspann, ne, den ganzen Abspann, der da alles mitgewirkt hat. Die müssen eben nämlich alle benannt werden. Und das heißt, das sind sozusagen die Urheber. Aber die Frage, wem steht ein Nutzungsrecht dazu? Und das ist die heutige Frage. Das hängt erstens vom Vertrag ab. Wenn im Vertrag nichts drinsteht, dann haben wir im Zweifel, bleibt es alles beim Urheber und es wird nur scheibchenweise auf andere übertragen. Deswegen sind diese Urheberrechtsverträge seitenlang, weil da wird jedes Recht muss aufgeführt werden. Andersherum wäre es ja so, dass man sagt, okay, ich übertrage dir alles. Das geht nicht. Sie müssen das wirklich einzeln auch ausführen. Das Schicksal der Inhaberschaft und Nutzungsverhältnis an urheberrechtlichen Leistungen in Arbeitsverhältnissen und ist aber wiederum mit einem anderen Auslegungsgrundsatz verankert. Also wenn Sie das jetzt im Rahmen nicht eines normalen einfach Auftragsverhältnisses gemacht haben. Dort heißt der Grundsatz, also wenn Sie Angestellter sind zum Beispiel, hat der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtung aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen, so bleibt der Inhaber aller urheberrechtlichen Schutzpositionen, soweit sich aus dem Arbeitsvertrag nichts anderes ergibt. Oh, das ist das Gleiche, wie ich gerade eben gesagt habe. Ne? Entweder steht es im Auftragsvertrag drin oder es steht eben im Arbeitsverhältnis drin. So, im Arbeitsvertrag drin. Aber auch hier bleiben Sie wieder der Inhaber. Bei urheberrechtlichen Sachen müssen Sie, also wenn Sie eine tolle PowerPoint zum Beispiel gestalten für irgendwie einen Chef, müsste eigentlich immer drinstehen, auch Sie sind der Urheber, also immer unten ne, angefertigt vorne. Also Sie dürften also immer Ihren Namen auch da reintun. Es sei denn, es ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag irgendetwas anderes. Also im Arbeitsvertrag kann zum Beispiel auch drinstehen, dass Sie dort neu anfangen und Sie bringen schon bestimmte Sachen mit. Dann müssen Sie das alles im Arbeitsvertrag reinschreiben und sagen, okay, diese Sachen wachsen nicht Ihnen über, gehen nicht in das Eigentum des Arbeitgebers. Also mit anderen Worten kommt es also auf die konkrete Regelung im Arbeitsvertrag wieder an. Und das ist sozusagen diese Zweckübertragungslehre. Wir haben eine kleine Ausnahme, also es gibt ja keinen Grundsatz, wo es nicht eine Ausnahme gibt. Wenn Sie im Softwarebereich arbeiten und Sie machen ein Computerprogramm als Arbeitnehmer für Ihren Arbeitgeber, dann ist es sozusagen ganz klar, dann ist es nämlich der Arbeitgeber. Der ist sozusagen derjenige, der dann das Ganze benutzen darf. Also dieser Grundsatz wird also umgekehrt. Also es bleibt aber auch dabei, auch da könnte ein Computerfachmann sagen, nö, alles, was ich hier mache, soll ich haben. Aber die Regel, die Grundregel ist erstmal umgekehrt, weil nämlich ein Softwareentwickler, der macht das hauptsächlich für den Arbeitgeber und der soll dann die Hauptnutzungsrechte haben. Er wird ja auch bezahlt, ne? Okay, das war das Urheberrecht. Jetzt gehen wir zum Designrecht. Wie sieht es im Designrecht aus? Beim Designrecht in mehrseitigen Rechtsverhältnissen, wem steht also das Ergebnis zu, wenn Sie irgendein tolles Design entwerfen? Wenn Sie das also zum Beispiel machen, und jetzt gucken wir uns mal an die mehrseitigen Verhältnisse. Im Urheberrecht kann das Recht auf das Designrecht mehreren Entwerfern zustehen. Und dann sind Sie, also der Grundsatz ist,
Das erste Mal, Sie sind der Entwerfer. Sie sind der beauftragte Entwerfer. Ihnen gehören also alle Rechte. Das sagt § 7 Absatz 1 Designgesetz. Aber natürlich können Sie hier auch wieder etwas anderes regeln. Außerdem legt man auch gern mal wieder solche Auftragsverträge auf. Wenn Sie jetzt auch noch Arbeitnehmer sind und sind in Ausübung Ihrer Aufgabe und nach den Arbeitgebern entwerfen Sie zum Beispiel irgendwelche Design, so steht das Recht an dem Design nach dem Gesetz grundsätzlich dem Arbeitgeber wieder zu, es sei denn, Sie haben wieder vertraglich etwas anderes vereinbart. Also, es gilt aber nur, wenn das in Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten ist. Wir hatten zum Beispiel mal eine Sekretärin, die war, ist ein entschiedener Fall, die hat also hauptsächlich Sekretariatsarbeit gemacht, aber die hat nebenbei noch ein Kochbuch geschrieben, so immer während der Arbeitszeit so ein bisschen während der Arbeitszeit auch ein bisschen so das Design gemacht und so gestaltet und so. Und da gab es hinterher Streit, weil dann hinterher der Arbeitgeber gesagt hat, das hast du alles hier während der Arbeitszeit gemacht. Nein, haben die Gerichte gesagt. Denn das war ja jetzt hier nicht ihre Hauptaufgabe, das hat sie nebenbei gemacht. Ne? Und das hat sie auch nicht nach arbeitsrechtlicher Weisung erfolgt. Also wir fassen nochmal zusammen. Das heißt, dieser Grundsatz gilt für solche Leistungen, die in Erfüllung der Sekretariatsarbeiten gemacht worden oder nach arbeitsrechtlichen Weisungen, wenn sie das nebenbei machen, dann gilt es wieder nicht. Das war der § 7 Absatz 2 Designgesetz. Auch da gucken wir nochmal kurz rein. 7 Absatz 2 Designgesetz. Recht auf das eingetragene Design. Und da steht es drin. Also selbst wenn Sie es beauftragt bekommen haben, das Recht auf das eingetragene Design, das steht dem Entwerfer zu. Haben mehrere Personen ein Design entworfen, so steht Ihnen das Recht gemeinschaftlich zu. Wird es aber von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben entworfen, steht das Recht an dem eingetragenen Design dem Arbeitgeber zu, soweit im Arbeitsvertrag nichts vereinbart worden ist. Also Sie sehen, diese Regelungen sind also alle hier in den Unterlagen, also in den Gesetzen drin. Kommen wir zum nächsten gewerblichen Schutzrecht oder zum nächsten Schutzrechtsbereich. Das ist der Sorten- und Halbleiterschutzrecht. Haben wir schon mal auch mal gehabt, ne? Sortenschutz, also irgendwelche Samen oder so oder Halbleiterschutz. Sie wissen, das sind die Platinen in den entsprechenden Computern. Wie ist es dort? Auch Topografie und Sortenschutzleistungen können ja im Rahmen von Dienst- und Arbeitsfenstern erbracht werden. Und dort haben wir eine Sonderregelung im § 2 Halbleiterschutzgesetz. Und da haben wir sozusagen die Regelung, dass das Recht auf Schutz der Topografie dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber zusteht, soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt ist. Sie merken schon, das geht jetzt hier kunterbunt durcheinander. Das bedeutet, wir gehen nochmal kurz nochmal rein. Augenblick, ich muss erst nochmal umschalten, weil ich leider keine zwei Seiten habe. Augenblick. Freigabe. Genau. Halbleiterschutzgesetz, Augenblick, das ist das Falsche. Wo haben wir es denn hier? Genau, Halbleiterschutzgesetz. Okay, will er jetzt gerade nicht? Dann so, was hat so? Genau. Recht auf den Schutz. Das Recht auf den Schutz der Topografie steht demjenigen zu, der die Topografie geschaffen hat. Was mehrere gemeinsam geschaffen haben, steht ihnen das Recht gemeinschaftlich zu. Und hier wieder diese Regelung bei Arbeitsverhältnissen. Und da müssen Sie mal gucken, da steht es dem Auftraggeber zu und dem Arbeitgeber. Also auch dort wieder wichtig, wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie schnellstmöglichst irgendwas geregelt haben, bevor Sie dort anfangen oder auch bevor Sie irgendetwas entwerfen. Die Sortenschutzregelung ist etwas ungenau. Dort haben wir eine Regelung, die nur nach der Rechtsprechung existiert. Für Sortenschutz haben wir also nichts im Gesetz. Und das Gesetz sagt hier lediglich, das Recht auf den Sortenschutz dem Ursprungszüchter, dem Entdecker der Sorte zusteht. Also was das Ursprungszüchter ist oder Decker, das weiß man nicht so ganz genau. Und deswegen kommt es immer darauf an, was haben die Parteien vereinbart. Da muss man also den Vertrag nach treuem Glauben auslegen. Ne?
Gut, kommen wir nur noch zu den technischen Schutzrechten. Und zwar bei den technischen Schutzrechten geht es um Patent- und Gebrauchsmuster. Wem steht das Recht an einer Erfindung zu? Das Wort Erfindung ist ja dem technischen Sachen, sozusagen technischen Bereich vorbehalten. Und bei hier geht es wieder zu, hier geht es wieder los. Also wenn Sie eine individuelle Beauftragung haben, also nicht Arbeitsverhältnissen, dann gilt der Grundsatz, dass die Parteien frei sind über das Schicksal der Inhaberschaft von eventuell aus einem Auftragsentwicklung entstandenen schutzfähigen Arbeitsresultat eine Vereinbarung zu treffen. Also wenn Sie nicht angestellt sind und machen irgendeine technische, ein Gebrauchsmuster oder eine patentrechtliche Entwicklung, dann steht es im Zweifel immer zu, derjenige, der das sozusagen erfunden hat, der das direkt gemacht hat und nicht dem Auftraggeber. Im Zweifel gilt, den Auftrag entsprechend auszulegen. Bei freien Erfindergemeinschaften teilen sich die Miterfinder das Recht auf das technische Schutzrecht. So, und jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Arbeitsverhältnissen. Dort haben wir das sogenannte Arbeitnehmererfindungsgesetz. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz, das Wort Erfindung sagt schon, es geht nur um Technik, also Patent- und Gebrauchsmuster. Und dort haben wir also alles, was während der Dauer des Arbeitsverhältnisses fertiggestellt wird und anders als bei den anderen Immaterialgüterrechten, gleichgültig, wie, wo und auf welchen Gebieten, aus welchen Gründen und Motiven die Erfindung entwickelt gemacht worden ist. Also dort ist es sozusagen nicht wie beim Design, was ich vorhin gesagt habe, bei dem Kochbuch, bei der Sekretärin oder so, sondern hier bei Patent und Gebrauchsmuster ist es egal, ob das jetzt Ihre Hauptaufgabe war oder so, sondern es ist einfach so, es ist einfach entstanden etwas durch Sie. Man geht nämlich davon aus, dass Sie die Kenntnisse vom Arbeitsplatz immer auch mit in Ihre Patent- und Ihre Gebrauchsmuster mit einarbeiten. Deswegen geht man davon aus, egal aus welchen Motiven Sie das gemacht haben. Dauer des Arbeitsverhältnisses erstreckt sich über den Zeitraum von dessen rechtlicher Begründung bis zur Beendigung. Es kommt aber nicht darauf an, wann der Arbeitnehmer seine Arbeit tatsächlich beendet hat. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz differenziert zwischen nun zwei Arten, und zwar einmal der Diensterfindung und der freien Erfindung. Was ist das? Also eine Diensterfindung ist alles das, was Sie während des Arbeitsverhältnisses gemacht haben, und das ist sozusagen Ihre Tätigkeit. Und das haben Sie aus den Erfahrungen aus dem Betrieb genommen. Also das ist sozusagen klar, dass diese Sache im Arbeitnehmererfindungsgesetz, ich versuche mal gerade wieder das Ihnen auch zu zeigen, das ist klar, wem gehört das? Kann man sich sofort vorstellen. Arbeitnehmererfindungsgesetz. Diese Sachen gehören natürlich dem Arbeitgeber. Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne des Gesetzes können, und das sind sie gebunden oder freien sein, gebunden, haben eine schöne Definition, das Gesetz auch relativ neu, also alles, was sie sozusagen dort machen, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Und ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung macht, Sie müssen sie also unverzüglich melden. Ja, das heißt, auch wenn mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen beteiligt sind, so können Sie sich die Meldung auch gemeinsam abgeben. Und das ist also sehr, sehr wichtig, dass Sie also hier eine Mitteilungs- oder Meldepflicht. Nun kommen wir zu den freien Erfindungen. Bei den freien Erfindungen, die Sie hier sehen, alles das sind sozusagen Erfindungen, die nur zufällig während des Arbeitsverhältnisses gemacht haben. Also alles andere, was also nicht, weil es Ihre Hauptaufgabe war oder weil Sie angewiesen worden sind, sondern das haben Sie zufällig nebenbei gemacht. Dort haben wir eine Mitteilungspflicht. Und das heißt, Sie müssen als Arbeitnehmer diese Sachen dem Arbeitgeber anbieten, wenn Sie das sozusagen eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht haben. Und wenn Sie sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht im Rahmen meines Arbeitsvertrages hier oder beim Arbeitgeber verwertet wissen will, sondern so möchte ich, mache ich eine eigene Firma und gehe dann irgendwo raus. Also wenn Sie den Erfindungsgegenstand in den vorhandenen oder auch vorbereiteten Arbeitsbereich des Arbeitgebers fällt, also dann müssen Sie es ihm anbieten. Denn er kann sagen, okay, das kann man ja gar nicht so trennen von dem, was ich dir angeboten habe, was du machen solltest. Du hast dann nebenbei was anderes erfunden. Ich will das haben. Also er kann es an sich heranziehen. Das ist das sogenannte Arbeitnehmererfindungsgesetz. Und die wichtigste Vorschrift ist hier der Paragraph 3. Wir schauen nochmal kurz rein. Ja, schon komisch, aber ich habe heute nur einen Bildschirm. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Gehen wir nochmal kurz zurück. Genau, wir haben also hier die gebundenen Erfindungen und die freien Erfindungen. Und dort haben wir den Paragraphen 18. Gehen wir gleich mal rein. 18. Also wenn Sie diese freie Erfindung haben, der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie Erfindung macht, also zu der, die er nicht beauftragt worden war, hat das mitzuteilen
und musst alles mitteilen, dass auch der Arbeitgeber weiß, ob das wirklich eine freie war. Und bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung, dass sie frei ist, so kann die Erfindung nicht mehr als eine gebundene in Anspruch genommen werden. So, das ist also die Mitteilungspflicht. So, und dann geht es im Paragraphen 19 darum, dass der Arbeitnehmer eine Anbietungspflicht hat. Also bevor der Arbeitnehmer alles, was er während des Arbeitsfindens erfunden hat, anderweitig verwertet, muss er das also ihm sozusagen zur Verfügung stellen. Sie sehen, das ist also im Gesetz alles schön geregelt. Und dazu gibt es auch Formulare hier für die Meldung einer Diensterfindung, finden Sie hinten im Buch. Es gibt auch Fristen für die Freigabe, das sind die 4 Monate. Und hier haben wir nochmal die entsprechende Meldepflicht und die Inanspruchnahme. Gibt er sie frei, kann dann natürlich der Arbeitnehmer dann frei über die Erfindung verfügen, muss eben das lediglich einfach, muss die Interessen an den Arbeitgebers lediglich über den Vorbehalt des einfachen Nutzungsrechts wahren. Also der Arbeitgeber kann zum Beispiel sagen, ich möchte aber das trotzdem, dass ich das ab und zu mal nutze. Ne, und dann müssten Sie sozusagen ihm das geben. Wenn er es nicht freigibt, was passiert dann? Wenn ein Arbeitgeber sagt, ich ziehe das an mich, dann muss er dieses Schutzrecht, also das, was Sie sozusagen erfunden haben, prioritätswahrend schützen. Das heißt, er muss es dann als Patent oder als Gebrauchsmuster anmelden. Letztere besteht sogar schon vor der finalen Entscheidung, damit nicht jemand anders in ihm zuvorkommt. Also bevor er sagt, er möchte es wirklich haben. Genau, um den Erfindungsgedanken nicht zu gefährden, sollte die Erfindung unmittelbar nach der Meldung schon als Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung angelegt werden. Die nächste Verpflichtung, die der Arbeitgeber hat, er muss Ihnen eine angemessene Vergütung zahlen. In dem Anhang des Buches sehen Sie eine Vergütungsvereinbarung für Diensterfindung. Die Frage, die natürlich immer sofort kommt, und hier sehen Sie es auch nochmal, die freie und die Freigabe oder die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber, ne, wenn der Arbeitnehmer auf der linken Seite eine Erfindung anmeldet. Die Frage ist natürlich immer, was zahlt man? Was ist eine angemessene Vergütung? Dazu gibt es hier Vergütungsrichtlinien zur Bestimmung einer angemessenen Vergütung. Und das heißt, die sind nicht so einfach. Am besten einigen Sie sich deshalb immer mit dem Arbeitgeber, indem Sie hier, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, hier Richtlinien für die Vergabe. Wie gesagt, möchte da jetzt nicht zu vertieft drauf eingehen. Also die sind schon uralt. Sie sehen hier 359 und 83 nochmal gemacht. Also Sie sehen, wenn man da nur mal ganz kurz reinguckt, dann haben wir so etwas schon mal besprochen auch. Man muss halt gucken, was ist dieses Patent, dieses Gebrauchsmuster wert? Das heißt, man macht einen Erfindungswert, muss man hier festlegen. Und das macht man durch eine Lizenzanalogie. Das heißt, man guckt, lieber Arbeitgeber, wenn du dieses Patent auf dem freien Markt hättest irgendwo holen müssen, hättest du das und das bezahlt. Also kannst du es mir doch als Arbeitnehmer auch zahlen, ne? Das ist die eine Möglichkeit. Oder man guckt, was für Nutzen bringt dir das? Also diese Erfindung spart dir 100.000 Liter Wasser im Monat, weniger Verbrauch. Also kann man sagen, gut, dann zahl mir eben gib mir sozusagen diesen Nutzen, den du hast, oder einen Anteil daran, was weiß ich, 10%. Genau. Sie sehen hier, so kann man dann ungefähr herausfinden, aber letztlich ist es eine Verhandlungssache, die Sie mit dem Arbeitgeber machen müssen, ne? Genau. Das finden wir im Paragraphen 9 bis 12 Arbeitnehmererfindungsgesetz. Wir haben auch noch Schiedsstellen beim DPMA, also beim Patentamt, wo man auch darüber letztlich hier mit ihnen verhandeln kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Ach so, genau, hier haben wir noch das Thema, ein Vertrag schützt nicht immer. Also Sie haben hier Besonderheiten bei Organen juristischer Personen. Das sind also sozusagen GmbH-Geschäftsführer zum Beispiel oder auch Aktiengesellschaft. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, weil die Geschäftsführer einer GmbH werden nicht vom Arbeitnehmererfindungsgesetz sozusagen, sie haben dort keine Rechte, sie sind keine Arbeitnehmer. Und wenn Sie hier zum Beispiel einen Programmierer haben, muss man immer gucken, was macht er dort? Also ne, Computerprogramme, wissen Sie, gehören ja grundsätzlich immer dem Arbeitgeber. In diesem Beispiel war es zum Beispiel ein aus Indien stammender Programmierer und der hat jetzt einen Arbeitsvertrag abgeschlossen und da hatte alle Rechte oder sowas, bleiben sozusagen alle, was hat er reingeschrieben lassen? Genau, alle Rechte bleiben bei ihm und der Softwarefirma steht lediglich eine Option zur Übertragung aller Verwertungsrechte gegen eine Sondervergütung wurde ihm eingeräumt. Und jetzt fragt sie natürlich, ob die Softwarefirma in diesem Fall weitergehende Rechte als die vertraglich vereinbarten zusteht. Wir müssen mal gucken, das war hier sozusagen etwas zur Verschlüsselung der Daten, Abhängigkeit eines Firmenschlüssels. Also das ist so ein bisschen, also es ist einerseits computertechnisch, aber es ist auch
Und das ist also Computerprogrammvorschriften fanden hier Anwendung aus dem Urhebergesetz. Aber es könnte zum Beispiel auch ein technisches Verfahren sein. Ne, der 69 Urhebergesetz war die Sache mit dem Computerprogramm. Es könnte aber auch ein technisches Verfahren sein. Und dort kollidieren jetzt sozusagen die Urheberrechtsvorschriften, wo man eben Regelungen im Gesetz hat. Es gehört grundsätzlich dem Arbeitgeber, es sei denn, es ist was vereinbart. Hat er ja gemacht, hat sich bei sich behalten, die Rechte der Entwickler. Aber was ist jetzt mit dem Arbeitnehmerentfindungsgesetz? Und da stehen der Softwarefirma nicht abdingbar, also auch nicht veränderungsmögliche, also können sie nicht in den Arbeitsvertrag verändern, einfach Rechte zu. Das heißt, technisch im Prinzip verkörperte Verfahrenserfindung kann die Software AG über eine Inanspruchnahme als gebundene Erfindung an sich ziehen. Also ihm bleibt zwar das Urheberrecht an diesem geschriebenen Programm, aber sobald das irgendwie eine technische Lösung ist, kann die Firma das an sich ziehen. Verrückte Lösung ist aber durch diese Kombination und durch diese Erfindung, die ja manchmal mehrere Bereiche betreffen, kann es manchmal sein, dass sozusagen nicht hier, selbst in einem Arbeitsvertrag drinsteht, der Erfinder behält alles, die entsprechende Arbeitgeber hier sagen kann, nein, wir haben ja recht, die sind unabdingbar und wir bekommen das bezüglich Gebrauchsmuster und Design. Kommen wir zum Schluss noch zum Kennzeichenrecht. Was ist ein Kennzeichenrecht? Das sind die Marke. Also ne, Markenrechte werden im Rechtssinne, ja, werden die vom Arbeitnehmer geschaffen? Also das ist eine sehr komplexe Frage. Nehmen wir mal an, also Sie machen ein Logo für jemanden, für eine Firma und das wird dann von der Firma angemeldet. Was wollen Sie mit einem Mercedes-Logo, mit einem Daimler-Benz-Logo? Was wollen Sie damit haben? Sie als Privatmensch, als Designer. Also Sie haben ja hier eigentlich so richtig schöpferisch, geistisch, ästhetische Leistung ist nicht so weit erbracht, weil der Name, der war ja schon da. Und das heißt, diese Kennzeichenrechte schützen ja stets eine unternehmerische Leistung. Eben, dass sie gesagt haben, wir machen so einen Stern, die heißen Mercedes und so weiter, die der Arbeitnehmer nicht erbringt. Oder Markenrecht war ja auch zum Beispiel ein Slogan zum Beispiel, wird hier einfach geschützt oder sowas. Das heißt, die Frage, was schöpft denn jetzt, was macht denn jetzt da sozusagen der Gestalter eines Logos oder eines Designrechts, ne? Bleiben wir aber beim Logo oder bei einem besonderen, I'm loving it von McDonald's gab es zum Beispiel mal so in diesem Slogan. Also, markenrechtlich sieht das sehr dünn aus. Natürlich können Sie als Urheber und Designrechte, die können wieder gemeinschaftlich begründet werden, haben wir oben schon gehört. Urheberrecht hängt natürlich auch hier wieder davon ab, ob das Ihre Hauptaufgabe war. Das haben wir oben schon geklärt. Aber ein Kennzeichenrecht kann erst durch die Individualisierung von Produkten mit dem Logo entstehen. Bei sogenannten Markenentwicklungsverträgen geht es also darum zu klären, dass der Logogestalter bei einer späteren Anmeldung des Logos als Marke auf die Geltendmachung sämtlicher Drittrechte verzichtet und er der Anmeldung der Marke zustimmt. Das wird meistens gemacht, um wirklich zu sagen, sämtliche Rechte, das heißt also auch die Urheberrechte, auch die Designrechte, weil ein Markenrecht, dass Sie wirklich ein Recht haben als Entwerfer einer Marke, das wird von der Rechtsprechung nicht anerkannt. Wir haben eine einzige Spezialregelung. Das ist immer interessant, wenn die Juristen eine Spezialregelung sagt, wird immer dadurch gleich gezeigt, was also im Grundsatz also gilt. Also wenn wir eine Spezialregelung haben, heißt es, im Grundsatz gibt es also wenig, also, beziehungsweise gemeinschaftliche Markenherstellung, haben die Entwerfer sozusagen dort keine Markenrechte, sondern nur Urheber- und Designrechte. Aber wir haben ja eine Spezialregelung im Kennzeichenrecht, und zwar ist das die sogenannte Agentenmarke. Das heißt, da geht es um den Vertrieb von Markenprodukten durch Handelsvertreter oder Distributoren, das sind die Agenten, im Auftrag eines Dritten. Ja, dabei kommt es manchmal vor, dass sich diese Agenten die Marke des Geschäftsherrn selbst noch einmal durch eine eigenmächtige Registrierung sichern, also die sogenannte Agentenmarke. Und insbesondere dann, wenn es zu Schwierigkeiten zwischen dem Geschäftsherrn und dem Agenten kommt, wird der Agent einwenden, dass die Marke auf ihn registriert ist. Und um diesem Problem vorzubeugen, ist beispielsweise im deutschen Markengesetz eine Regelung, dass der Geschäftsherr von dem Agenten die Übertragung auf der Marke auf sich selbst verlangen kann. Ne? Also das, damit sie das nicht einfach wegziehen. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist das geistige Eigentum. Also alle Rechte, die wir haben, werden manchmal geteilt in Joint Venture. Und Joint Venture, was ist das? Das ist eine,
ja, ein besonders komplexer Spezialfall der oben dargestellten Konstellation. Was hatten wir bisher besprochen? Also so Design und Urheberrechte und Patentrechte im Rahmen eines Auftragsfeldes. Also bitte entwirf das mal, mach mir ein Logo. Oder du bist Arbeitnehmer, bitte erarbeite es bitte jetzt. Und jetzt kommt die dritte Fallkonstellation. Joint Ventures sind Unternehmen, Hochschulen, staatliche Einrichtungen, die alle selbstständig sind. Und die nehmen manchmal auch öffentliche Mittel. Und jetzt macht man ein Forschungsprojekt und dort entstehen irgendwelche Ergebnisse. Wenn man solche Vorhaben haben hat zwischen Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe, also mehrere Unternehmen, ja, die also miteinander zu einem gemeinsamen Zweck kooperieren, zum Beispiel wollen sie was gemeinsam entwickeln oder erforschen, wie zum Beispiel einen Impfstoff, dann verwertet man das natürlich. Und wenn man hinterher das verwertet und Geld dafür haben möchte, dann verwertet man das natürlich gemeinsam und kriegt dann also gemeinsam dafür Geld. Und dann ist aber dann natürlich die Frage, wer kann denn das Recht drauf anwenden? Wer kann das Recht zum Beispiel drauf, das Patentrecht, wer kriegt das? Und dort macht man im Regelfall dann eine gemeinsame Anmeldung oder man macht eben, man gründet eine neue Firma und dann gehört dieser Firma sozusagen dieses Recht. Wenn Sie auf verschiedenen Produktions- und Handelsstufen sind, also zum Beispiel Unternehmen entwickeln ein neues Produkt und werden vom Zulieferer bestimmte Komponenten benötigt, die diese für das neue Produkt erst entwickeln. Also einmal Lieferant und einmal Unternehmen. Das sind sogenannte vertikale Verträge, ne, so. Dort hat man meistens sogenannte Forschungs- und Entwicklungsverträge. Dort wird genau gesagt, wie ist der Entwicklungsauftrag. Und da geht es darum, dass das Unternehmen sich gegenüber einem anderen Unternehmen dazu verpflichtet, eine bestimmte Entwicklungsleistung zu erbringen. Und dafür kriegen die ja Geld. Und wenn die das Geld schon haben, dann sagt man, okay, dann ist es eigentlich damit abgegolten. Dann kriegst du dann nur einmal Geld und dann nicht weiter. Allerdings kann man auch sagen, du wirst an dem späteren Erfolg also auch noch hier entlohnt. Vor Abschluss eines Joint Ventures sollte man, und macht man auch meistens, wenn da so Intellectual Property da ist, also geistiges Eigentum, sagt man meistens diese Wechselseitigkeit. Das heißt, sagt, jeder darf alles, was wir erfinden, für sich benutzen. Also weil man das manchmal gar nicht auseinanderklamüsern kann, wer hat jetzt was erfunden, dann sagt man, okay, jeder darf es nutzen, keiner muss von dem anderen anbetteln und sagen, gib mir bitte Lizenz für die und die Erfindung, ja. In Bezug auf das im Rahmen eines Joint Ventures neu geschaffene geistige Eigentum sehen die einschlägigen Vertragsklauseln häufig die Pflicht der Vertragspartner zur ordnungsgemäßen Überleitung der innovativen Resultate von den eigenen Arbeitnehmern in einen gemeinsamen Pool vor. Da sehen Sie Partner 1, Partner 2, haben beide was erfunden und dann kommt das sozusagen in einen Pool und da steht drin, man regelt dann eben, wer ist Inhaber und wenn wir das verwerten, wer kriegt später Geld. Und hier geht es immer darum, um die Sorgfaltspflicht zur ordnungsgemäßen Erlangung allen im Rahmen des Joint Ventures von betriebsfremden Subunternehmern oder von Arbeitnehmern geschaffenen IPs. Also Partner 1, Partner 2, nehmen also alles, was erfunden wurde, nehmen sie zusammen, sagen, in allen Verträgen steht immer drin, das gehört uns, Partner 1, Partner 2, und im Joint Venture-Vertrag steht immer drin, das gehört dem Joint Venture. Das müssen sie also regeln, weil sonst gibt es hinterher Streit. Also alle Arbeitnehmer müssen dann geknechtet werden und alle Subunternehmer, ihr müsst unterschreiben, tretet uns alle Rechte ab. Weil sonst kommen die später mal, und ich habe das in meiner Beratung immer wieder erlebt, wenn sie solche Regeln nicht haben, kommen die immer später und sagen, oh, die machen ganz viel Geld mit meinen Sachen, das will ich raushaben. Da sage ich, und was haben sie geregelt? Ja, nichts. Dann haben sie gerade oben schon gemerkt, müssen auseinanderklamüsern, was von Recht ist es. Dann haben die Gesetze manchmal für manche Schutzrechte das und manche andere Schutzrechte ein anderes Ergebnis. Schlecht. Also bitte, ich möchte Sie hiermit heute sensibilisieren, dass Sie also hier das Schicksal der IP-Assets, also Ihre Ideen, das hängt letztlich davon ab, wer das größte Unternehmen ist, ne? Wer am meisten Durchsetzungskraft hat und sich vor den Gerichten am längsten mit den ganzen teuren Anwälten behaupten kann. Bei horizontalen Joint Ventures haben wir meistens eine Gemeinschaft, also wenn das zwei Unternehmen zusammen was entwickelt haben, die sagen, okay, jeder kann das nutzen und wir haben uns gegenseitig die Erlaubnis erteilt. Bei vertikalen Vertragsverhältnissen, also wenn jemand Subunternehmer ist oder Lieferant, und ne, da kann es sein, dass mitunter ein Partner Rechtsinhaber ist, und man kann auch mal Rücklizenzen einräumen. Also, Sie müssen sagen, okay, lieber Lieferant oder lieber Arbeitnehmer, du darfst es dann also auch nutzen und zahlst uns aber nur ganz wenig dafür. Das kann natürlich auch passieren, sogenannte Rücklizenzen.
Ja, das war sozusagen jetzt die dritte Dimension. Wir haben jetzt also mal geguckt, wenn Sie so Auftrags-, Arbeits- und Dienstverhältnisse haben, wie sieht es aus, wenn jemand dazukommt? Fazit ist, um es nochmal kurz zusammenzufassen, es hängt davon ab, ich gehe dazu nochmal ganz kurz hoch, es hängt letztlich von dem entsprechenden Immaterialgüterrecht ab. Das waren die Kernaussagen. Also es hängt davon ab, welches Immaterialgüterrecht vorliegt. Sie haben es gesehen, wir unterscheiden also hier die technischen Sachen beim Arbeitnehmererfindungsgesetz, Gebrauchsmuster, Patent. Und dann haben wir sonst in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel Urheberrecht und Design und Halbleiter und Sorten, dort haben wir sogenannte Auslegungsvorschriften. Und auch dort kommt es manchmal darauf an, wie zum Beispiel bei den Computerprogrammen, was ganz genau Sie machen. Die Agentenmarke ist ein Sonderfall, wenn Sie zum Beispiel Sie eine Marke von irgendwelchen Handelsvertretern, die sich das sozusagen eintragen haben lassen. Und bei Joint Venture Projekten kommt es darauf an, ob Sie untereinander gleiche Unternehmen sind oder ob Sie sich haben zuliefern lassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.